Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Factsheets Video. In diesem Video geht es um den kleinen Traktor von Massey Ferguson MF5S. Den sieht man hier von hinten leider nur und wir haben ihn aber in mehreren Videos und ich glaube auch Trailern schon von vorne gesehen. Das ist einer mit so einer schrägen Schnauze, die nach unten hin, nach vorne hin abfällt. Da kriegen wir auf der Originalseite noch Bilder zu sehen. Der hat in der kleinen Ausstattung 105 PS, ein 200 Liter Tank, wiegt 5,4 Tonnen, kostet 76.500 Euro in der kleinen Ausbaustufe und hat ein variables CVT-Getriebe und fährt 40 Stundenkilometer. Ist also eindeutig ein kleiner Trecker. Die Marke Massey Ferguson, die haben wir ja schon oft im LS gehabt, die ist praktisch da ständig vertreten, ist ein amerikanischer Landmaschinenhersteller aus Georgia. Und die stellen nicht nur Traktoren her, sondern Mähdrescher, Ballenpressen, Rasentraktoren und Bodenbearbeitungsgeräte. Also eine ziemlich breite Palette. Und hier bei Wikipedia kann man auch die ganze Geschichte und so von denen lesen. Was ich euch hier noch zeigen wollte, sind die Traktoren, die sie anbieten. Interessant finde ich hier vor allem die jeweiligen Einführungsjahre. Warum das interessant ist, das sehen wir dann, wenn ich euch ein vergleichbares Modell aus dem LS19 zeige, denn wir haben da schon einen kleinen Massey Ferguson mit einer anderen Nummer. Und hier dieser MF5S ist ganz neu von 2021 und davor haben sie beispielsweise den MF5700 gehabt, der wurde 2016 eingeführt. Der, den wir im LS19 haben, steht hier gar nicht mehr dabei. Wir gucken aber natürlich auch auf die Massey Ferguson Seite. Hier, schick gemacht, finde ich. Und wenn man hier auf Produkte klickt, dann sieht man, dass die Traktoren, Mähdrescher, Ballenpressen, Futtererntemaschinen und Materialtransport haben. Und bei den Traktoren sieht man jetzt hier leider keine Bilder, sondern nur Zahlen. Aber wenn man drüber fährt, sieht man auch die Traktoren. Also die haben hier ganz große mit der höchsten Zahl, logisch, das wird jetzt hier immer kleiner. Wir haben den 5S, den kriegen wir neu ins Spiel. Und dann gibt es noch den 5700er, der ist 5 Jahre älter. Auch hier gibt es keinen 5600er mehr, den wir im LS19 haben. Ja, und dann wird es hier noch kleiner, also die gehen hier schon noch ziemlich weit runter. Gut, und jetzt gucken wir uns den an, den 5S. Und das ist der beste Traktor für Milchvieh-, Veredelungs- und Ackerbaubetriebe. Das heißt, die sehen das schon auch, dass es ein eher kleiner Hoftrecker ist. Und irgendwo stand auch was von, der sei besonders gut geeignet, um da mit dem Frontlader zu arbeiten. Darauf ist der quasi optimiert. Und hat ein Leistungssegment von 105 bis 145 PS. Ich hoffe mal, dass wir das auch im LS22 so kriegen. Haben wir ja oft, dass da die realen Motorausbaustufen auch abgebildet werden. Kommt mit 5 Modellen und so weiter und einem markanten und beeindruckenden Säbelstreifendesign. Jo. Ein sehr agiler Traktor mit kleinem Wendekreis, das ist doch schick. Und hier sieht man ihn auch, wie er mit dem Frontlader in Arbeit, in Action ist. Und ich kann mir vorstellen, dass diese schräge Schnauze auch sehr praktisch ist, weil man da natürlich besser gucken kann. Man kann, ja, man wird nicht optisch von dieser Schnauze gebremst, also von der Motorhaube,
sondern man hat hier einen besseren Blick nach unten und sieht beispielsweise die Kühe und fährt nicht den Kühen gegen die Köppe. Also das könnte ich mir als einen Grund für so eine schräge Motorhaube gut vorstellen, dass das Sinn machen würde. Der perfekte Frontladertraktor. Ja, hier sieht man ihn noch von innen. Und ja, ist so ein netter, kleiner, neuer Allround-Trecker. Hier gibt es noch ein Video zu dem, kann man sich mal angucken. Habe ich schon gesagt, dass ich unterm Video in der Infobox diesen Link euch reinsetze, damit ihr euch das auch mal selber in Ruhe angucken könnt, wenn euch der besonders interessiert. Ja, scheint ein interessantes Fahrzeug zu sein. Und ich muss sagen, das macht zwar schon Arbeit, hier für jedes Factsheet, für jedes Gerät, mir sich die Infos rauszusuchen und so, aber ich gewinne jedes dieser Geräte dabei lieb. Ich krieg irgendwie eine Beziehung dazu. Ich weiß ein bisschen mehr, als nur in diesem Factsheet steht. Und dadurch freue ich mich schon darauf. Ich freue mich so richtig auf den und auch auf die anderen Geräte, den zu benutzen, den kennenzulernen auf meinem eigenen Hof und so. Und darum möchte ich euch durchaus ermutigen, euch mal gelegentlich oder öfters auf den Herstellerseiten rumzutummeln und euch ein bisschen genauer darüber zu informieren, was wir da für Geräte kriegen. Jetzt schauen wir noch bei dem jetzigen Massey Ferguson rein. Das ist nämlich der MF 5600. Der wird von denen gar nicht mehr ausgeliefert. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten den 5S und dann den 5700er und einen 5600er kann man dort neu nicht mehr kaufen bei Massey Ferguson. Das ist also im Prinzip ein Auslaufmodell. Ich weiß nicht, wann der hergestellt wurde, aber jetzt halt nicht mehr. Und ist so die gleiche Liga. Hat auch so nach unten abfallende Motorhaube. Und man kann auch einen Frontlader anbauen. Und die Größen sind 105 PS bis 130 PS. Also der hat ein bisschen weniger Wumms als der neue. Der hat ja auch eine schickere Zahl. Jo. Gut. So viel zu dem neuen kleinen Massey Ferguson. Ich glaube, in irgendwelchen Trailern oder Videos habe ich auch noch einen größeren Massey Ferguson gesehen. Seien wir mal gespannt, der müsste dann ja in einer der nächsten Freitag-Factsheets-Runden kommen. Okay, soweit zu dem kleinen Massey Ferguson. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!